um YouTube zu regieren und unsere eigene Community zu kreieren. Scamming und Scalping verurteilen wir. Mehr und mehr Follower, das wollen wir. Felix und der Editor, Team Pocket, geht durch die Decke. Ergebt euch nun und abonniert mich jetzt. Willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten TSGs. Es ist etwas länger her, aber ich hatte viel zu tun. Auf der Arbeit, sprich in der Schule. Aber das macht nichts. Jetzt ist wieder eine kleine zeitliche Lücke und die nutze ich und fülle sie mit ein paar Pokémon-Karten. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Das Ergebnis des Bulktauschs, die zweite ETB. Paradox Rift, die ich für meine 2500 Karten Bulk gekriegt habe. Die Folie von der ETB ist schon ab, damit wir Zeit sparen. Den Inhalt einer ETB erspare ich euch jetzt, also den kompletten Inhalt. Ich hole uns nur die wichtigen und coolen Sachen raus. Die gucken wir uns kurz an und dann springen wir auch gleich rein in die Packs. So, und nach der ETB von Paradox Rift habe ich noch ein bisschen Paldeas Schicksale, aber das kommt gleich als nächstes. Wir fangen an mit Eisenbündel, der Zukunftsform von Botogel. Ne? Botogel, das Pokémon, das Geschenke verteilt, das ist die Attacke, die entweder Schaden machen kann oder einen heilen kann. Und ja, davon gibt es eine Zukunftsform, die heißt Eisenbündel, die auch ganz spielbar ist tatsächlich, abgesehen davon, dass sie wunderschön ist. So, wie immer, 9 Packs Paradox Rift. Wir haben immer noch nichts wirklich allzu Beeindruckendes gezogen. Deswegen gucken wir, ob wir das jetzt mal ändern können. So. Erstes Pack. Los geht's. Feuerenergie. Etikett. Eiscreme. Onyx. Fogita. Schlickdri, Technoradar als Trainer, sehr schön. Mülltüte war schon in Reverse, muss also auf den anderen Haufen. Zacian Reverse und jawoll, erstes Pack, erster Hit. Mewtwo EX Terra Kristall als Typ Elektro, sehr spannend. Vor allen Dingen angesichts dessen, dass Mewtwo ein Basis-Pokémon ist, ne? Sieht man hier, Basic, ne? Basis-Pokémon mit 32 KP könnte fürs TCG tatsächlich sehr, sehr geil werden. Ich bin jetzt auch heute, habe ich mir mal ein bisschen Zeit genommen, habe mal meinen Bulk durchsortiert und alles, was ich schon geöffnet habe jetzt die letzte Zeit. Mal geguckt, dass ich mal ein paar spielstarke Karten rausgeholt habe, um mal ein Deck bauen zu können. Aber dafür fehlen mir noch einige Karten. So, technische Maschine Devolution. Mela, gibt's auch als Full Art, sehr, sehr schön tatsächlich. Larry der Lümmel. Flormel Reverse und Xatu Holo. Wieder eine spielstarke Holo, ne? Weil es nur eine einfache Entwicklung ist. Sprich, wenn man das Natu auf dem Feld hat und das Xatu zieht, kann man das Natu zum Xatu entwickeln. Pack Nummer 3. Weiter geht's. Die spannenden Packs kommen ja erst in der anderen Dose, ne? So, Stahlenergie, Knabbern, Flattütü, nochmal die Mülltüte, Gespenst, Countercatcher, sehr, sehr gut. Man kann das nur benutzen, wenn man mehr Preiskarten hat als der Gegner. Es geht ja immer darum, die Preiskarten des Gegners, die eigenen Preiskarten alle wieder auf die Hand zu kriegen, und zwar schneller als der Gegner, dann gewinnt man nicht das Match. Und hier kann man, wenn man die Bedingung erfüllt, nämlich dass man mehr Preiskarten hat als der Gegner, also wenn man in Führung, wenn man hinten liegt, ne, wenn der Gegner in Führung liegt, dann kann man ein gegnerisches Pokémon das, von der Bank nach vorne in die aktive Position ziehen und absolutes Absol übrigens und mit dem aktiven Pokémon switchen. Zum Beispiel für einen leichten Kill. So. X-Bud und mal wieder das hungrige Morpeko. Jo, so kann man halt ein eventuell schwächeres oder vielleicht schon angeschlagenes Pokémon des Gegners nach vorne holen im TCG und das dann halt einfach leicht wegcashen und eventuell vielleicht hin und wieder, wenn man ein bisschen Glück hat und gerade in der richtigen Situation ist, sogar das Match gewinnen. Deswegen kommt der Konterfänger direkt an die Seite. Gibt es jetzt auch übrigens eine Aspect-Karte von in Gewalten der Zeit, die noch ein bisschen cooler aussieht.
Schnäppke gibt's auch als Artrail in dem Set. Schwert, Sepa, kleine Elektrospinne, Meteno. Ehrlich jetzt, wow, okay, Doppel-Meteno. Agiluza und Minun und jawoll, Rika Artrail. Beziehungsweise Full Art. Nee, das ist die Altart. Okay, also Altart Rika. Editor korrigiert mich, wenn ich es falsch habe. Aber ich glaube, das ist die Altart. Und ein Psiopatra Holo. Heiliges Kamumrohr. Vor dem Recap gucke ich gleich mal nach und sage euch mal im Recap Bescheid, ob es die Altart ist. Aber ich meine, es ist die Altart. Das wäre ja mal ein Pull. So. Es gibt natürlich auch Trainer-Altarts, ne? Ganz klar. So. Fünftes Pack. Hälfte der Box. Los geht's. Code mal wieder zur Seite. Eine von vorne nach hinten. Energie. Mal wieder dieses Schlick da mit diesem komischen Vibrationsangriff. Also, ich weiß nicht, was der Künstler oder die Künstlerin sich dabei gedacht hat. Gibt's auch als Altart. Die Regenschirm-Lady. Geosali. Jirachi. Spielstark, schützt die Bank. Alte Boost-Energie. Schlurm. Ah, Professor Turos Szenario. Funktioniert auch gut fürs Spielen. Tue ich auch mal zur Seite. Die Zukunftsform von Ramoth. Sieht sehr cool aus, weil sie völlig holo ist. Die tun wir mal zur Seite. Und wieder mal das Tektas Holo. Bis jetzt ordentliche Puls in der Box. Sieht ganz gut aus. So, damit hier die Sleeve-Polizei nicht zuschlägt. Eisenkrieger-Artwork. Let's go. Eine Pokémon-Altart wäre ja noch ganz cool, ne? Aber okay. Naja, man kann nichts alles haben. Eine Altart pro Box ist schon ganz sexy. Wäre ja cool, wenn aus der Tinbox auch noch eine Altart käme, ne? So, Minfu. Castadur. Wasseräffchen. Zukunftsboost-Energie. Brüllschweif. Da, Eisenbündel, Non-Holo, noch ein Brüller, noch eine Elektrospinne und ein Vulkanion-Holo. Letztes Mal schon gezogen, ist also doppelt. Macht nichts. Drittletztes Pack. Oh, ich freue mich schon auf Paldeas Schicksale gleich. Bleibt auf jeden Fall dran, denn so viele Shinies. Und was auch immer man da noch alles drin ziehen konnte, ey, das ist einfach der Wahnsinn. So. Fuecoco. Schwert. Kleine Krabbe. Sepa. Professor Sardas Vitalität. Tatsugiri. Davon gibt's in Gewalten der Zeit. Nee, nicht in Gewalten, Gewalten der Zeit. Maskerade des Zwielichts. Neuestes Set. Davon gibt's eine Art Rare in dem Set. Boah, die sieht gut aus. So, Herashai, Castadur Reverse, Octillery Reverse und jawoll ja, eine Full Art. Hallo, was ist mit dieser Box los? Erst eine Altart, jetzt eine Full Art. Boah. So, das ist echt na toll, meine ich, heißt das Ding auf Deutsch. Boah, die Farben, ne? Hey, die sind der Wahnsinn. Krass. Okay. Wow. Also die Box gibt echt Gas. Ich finde das schön. Ich rede die ganze Zeit von den Puls, die wir noch kriegen werden, ne? Und dann lötet die Box halt einfach so rein. Ist ja Wahnsinn. So, Wasserenergie. Kleiner Fisch. Griffel. Entwicklung von Castadur. Staubfeude, Kera da. Ja, das ist die Vorentwicklung. Jirachi Reverse. Nochmal Spielstark und Tinglu Holo. Auch noch nie gezogen. Schön, die Sammlung wächst. Oh, das muss ich auch mal wieder machen. Was in meinen Binder fangen. Ihr habt mir immer noch nicht gesagt, ob ihr ein Binder-Update wollt. Leute, was ist da los? Haut in die Tasten. Tipp, tipp, tipp mit den Fingers. In die Kommis. Was wollt ihr sehen? Wollt ihr mal meine Sammlung sehen? Wer mir auf Insta folgt, sieht ja schon regelmäßig Stücke meiner Sammlung, aber eben nicht alles.
Ne? Da ist noch ein bisschen mehr. Meistens poste ich auf Insta ja nur die Karten, die schon gegradet sind. Das ist definitiv nicht der größte Teil meiner Sammlung. Vielleicht der wertvollste, aber nicht der größte Teil. So, dunkle Energie, Last Pack Magic, kleine Spinne, kleiner Brüller, Remoraid, kleiner Kürbis, Tulip, Agiluza, Chantalle, ne? Fast. Reverse Griffel und wow. Okay, also damit habe ich jetzt gar nicht gesehen. Zebritz? Hardware? Okay. Dahinter noch was? 3, 2, 1. L'Extremo Holo. Nice. L'Extremo Geilo. Ja, ich höre jetzt auf mit den schlechten Wortspielen. Versprochen. Nein, eigentlich nicht. Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Das kann ich nicht halten. Also, genießt weiterhin meine schlechten Wortspiele. A few moments later. Und jetzt Tinbox. Paleas Schicksale. Einmal wieder Riesenzahn als Full Art Super Shiny. Kennen wir schon, haben wir schon mal gezogen. Und 4 Packs Paleas Schicksale. Let's go. Einmal Azugladis Artwork. Ich bin gespannt, welche Shinies, falls überhaupt, wir heute ziehen können. Mein Traum wäre ja immer noch das Secret Illustration Rare Glurak, aber davon darf man nur, glaube ich, nur träumen. Trasslar. Fledermaus, Fanpy, elektrischer Generator, guter Trainer, Kaokto, Enigmara, sehr guter Trainer, Reverse und... Jawohl, Amo als Artrare. Und dahinter ein Friedhofhund. So. Zack, erst das Pamo Artrare auf den Haufen. Und dann die Entwicklung von Friedhof. Zack. Pikachu Artwork. Link zu meinem letzten Paradox Rift Opening, was übrigens jetzt gerade zum Zeitpunkt des Drehens im Hintergrund rendert. Könnt ihr gerade nicht sehen, weil ihr meinen PC nicht sehen könnt. Kommt natürlich in die Beschreibung. So, eine von hinten. Los geht's. Energie. Kloptopus. Varum. Mankey the Monkey. Magma. Wieder Enigmara. Schön. Voltrian. Kirlia. Elektrischer Generator Reverse, Voltrian Reverse und, jawohl, ja, eine EX. Sehr schön. Die Entwicklung von Tanzer. Cool. Bis jetzt eine Art Rare, eine EX aus zwei Packs. Kann man sich nicht beschweren. Das ist aber halt Paldeas Schicksale, ne? Paldeas Schicksale hat halt echt eine gute Pullrate. Oha. Naja. Dunkle Energie, Dedenne. Oh. EFM, nicht Uhafnir. Palimpalim. Pikachu. Wieder Voltrian. Lavelle. Glutexo, kommt schon mal zur Seite. Und da haben wir mit nicht Hefe, sondern die Entwicklung Backe als Shiny unsere erste Baby Shiny. Und dahinter ein Magma Reverse und dahinter ein Monitigo auf Deutsch. Goldengo im Englischen. Pokémon Nummer 1000 tatsächlich. Und dann wundert man sich noch, warum sein Pokémon ist, was eigentlich aus Goldmünzen besteht. Ja, ja. Gut. Also, bis jetzt, jedes Pack hat was drin, ne? So. Last Pack Magic. Chase-Karten sind natürlich Mew, Gardevoir und Glurak in Secret Illustration Rare. Wobei, ein Baby Shiny Relaxo fände ich auch echt nice.
Nemila, Glumander fürs Glurak-Deck, Sonderbonbon, haha, sehr schön, Zwiebs, Gengar, technische Maschine, Krisenhieb, wieder mal Backel, Reverse Raichu, Reverse Lapras und nur ein Knattertox. Okay, aber nicht schlecht. So, jetzt bin ich wieder da. Recap, auf geht's. Was haben wir gezogen? Also, erstmal die Paradox Rift ETB. Mewtwo als Terrakristall Elektro. Xatu Holo. Morpeko Holo. Rika, Special Illustration Rare. Das ist also tatsächlich die Altart. Die seltenere Variante. Nicht unfassbar wertvoll, aber trotzdem richtig cool. Sieht sehr cool aus, das Artwork, ne? Dann Psyopatra Holo. Tektas Holo. Eisenfalter Holo? Ja, Eisenfalter ist das. Entschuldigung. Jetzt haben wir's. Volcanion Holo. Ognatol Holo. Full Art, nicht Holo. Natürlich ist es Holo, aber es ist nur Full Art. So. Tinglu Holo, beziehungsweise Dinglu auf Deutsch, ne? L'Extremo Holo und Last Pack Magic hatten wir das Zebritz Holo. Zebritz Artware. Mein Gott, es ist wirklich Sonntagabend, ne? Man merkt das. Die Gehirnleistung lässt nach. So, in unserer Tin hatten wir, bevor wir loslegen, einmal natürlich das Riesenzahn X als Super Shiny. Packe ich natürlich gleich noch in die Hülle, keine Sorge. Dann Pamo. Den Friedhof, die Entwicklung von Friedhof. Forstelka EX. Nicht als Full Art, aber als normale Terrakristall EX. Buckel als Baby Shiny. Monetigo. Und Knattertox. So. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen: Wie immer, wenn es euch gefallen hat, ne? Like da lassen. Support ist nämlich kein Mord. Dann bitte noch Glocke und Abo. Das ist auch immer cool, denn ich möchte möglichst viele von euch erreichen. Dann könnt ihr mir bitte noch einen Kommentar dahin schreiben, was euch jetzt am besten gefallen hat und was ihr vielleicht auch noch im nächsten Video sehen wollt. Ich bin übrigens im August auch noch in Frankfurt am Main. Bin da wieder auf einer Messe. Kommt natürlich wieder ein Video dazu. Schnallt euch an, das wird wild. Und am Ende, wenn ihr mit all dem fertig seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video und auch den Link zu meinem Kanal mit Freundinnen, Freunden und allen anderen, die es sonst noch interessiert, teilen würdet. Denn teilen, wisst ihr ja alle, ist Liebe. Und damit bis bald. Ciao.